Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio. Begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet. Alle guten Dinge sind drei heute auch am Feiertag. Wir gucken uns eine letzte Simulation noch an. Und zwar hört die auf den Namen Proton Bus Simulator. Ich glaube, ich habe das Ganze verwechselt tatsächlich mit dem PTS und dem Proton Bus Simulator. Das ist er. Das fängt schon genauso scheußlich an wie bei Omsi, ja, das Menü, das Ganze echt unter aller Sau. Aber was hier drin steckt, das wollen wir uns mal angucken. An sich wieder kostenlos, aber ihr seht schon, Manage Subscriptions könnt ihr hier natürlich auch Geld bezahlen, um halt wieder Werbung zu deaktivieren. Und wenn wir mal jetzt kurz mal hier raufgehen, mal gucken, macht er das jetzt? Sehen wir hier, ja, bla bla bla, ne? Und hier steht auch nochmal ein paar Texte. Okay. Sehen wir jetzt hier zum Beispiel 3,29 Euro, A20, valid until December 2020, also keine Werbung und alle Futures bis Ende 2020 für 3,29 Euro, 15,99 Euro. Ja, das ist dann schon die Android-only Lifetime, no Ads und alle Futures für immer. Und für 31,99 Euro L3 Android plus PC Lifetime. Better includes both Android and PC forever. Ja, also so könnt ihr das Ganze kaufen. Ne? Es gibt wohl eine PC-Version davon. After you pay, please send us a name as Google. We'll email to you. It begins with you receive a password for restoration or PC in a few days. Automatisch über Google-Account für L3, please contact us to get the password. Das müsste man ja tatsächlich mal machen. protonbus.com.br. Thank you for your support. Also, wenn es wirklich sowas gibt, ja, dann müsste man sich hier auf jeden Fall mal schlau machen drüber. Ja, an sich, wie gesagt, also seht ihr, Preise sind ja schon ein bisschen heftig. Das ist das Menü hier, ne? Also Wahnsinn, ja, Mods, Exit App und Simulator-Settings und Light-Settings und Good-Settings und so weiter und so fort. Ja, können wir mal ganz kurz mal hier in die Simulator-Settings gehen. Da sehen wir hier, ne, Visible Distance, ja, so 30, 60 und 90 FPS und so weiter und so fort. Low, Simple, bla bla bla. Also hier haben wir noch ein paar Grafikeinstellungen. Hier können wir noch ein bisschen was in der Simulation einstellen. Ne? Maximum Vehicles und so weiter, Sounds, ja, und Extras. Also das wirkt schon nicht mehr so wie so eine billige Android-App, sondern das sieht schon ein bisschen nach was aus. Wir können sogar Mods runterladen. Ja? Da können wir jetzt zum Beispiel mal raufgehen und dann können wir hier zum Beispiel diese Busse jetzt hier runterladen. Ja? Wenn da ja, Lust besteht. Einen Bus habe ich schon runtergeladen. Tatsächlich, zeige ich euch. Da! Aha, Solaris! Yes! Genau, könnt ihr auch automatisch runterladen. Das funktioniert halt auch. Und den werden wir dann, wie gesagt, jetzt auch gleich fahren. Ja, sonst haben wir links hier noch britisch, also hier amerikanisch, brasilianisch, YouTube, Facebook und so weiter und so fort. Ja, das haben wir Continue Game, Load Game, Info, ob wir eine Nacht spielen wollen oder mit Regen. Das können wir dann aber jetzt auch alles noch im Spiel einstellen. Deswegen gehen wir jetzt mal auf New Game. Ne? Also das sieht halt wirklich schon abschreckend aus tatsächlich. Ja, also das, was man hier so sieht hier, ne? Gehen wir mal auf Continue. Yep. So. Und hier können wir uns jetzt alles aussuchen, was wir wollen. Also hier haben wir den ja, Solaris. Hier haben wir verschiedene weitere Busse, ne, die wir hier uns auswählen können. Die sind halt auch alle schon installiert. Also ich glaube, der ist zu 90% und plus fertig, wenn mich jetzt hier nicht alles täuscht. Ne, also da ist auf jeden Fall schon ein bisschen was drin. An Bus, eine Update-Liste haben wir. Wir können jetzt hier einstellen, was das alles ist. Lights, Science, Collector. Ob er im parkt, ob der Motor an ist und so weiter und so fort. Können wir jetzt den Skin noch wechseln. Red Yellow. Oh, was haben wir hier noch? Oh, BVG hier. Passt. Wunderbar. Nehmen wir. Select Map, haben wir jetzt hier zum Beispiel ja, Fiktivdorf. Wir haben irgendeine ja, Karte mit vielen, vielen Bergen. Also, ja. Eine leere Buskarte, Test für Mods, Longi, ne? Little Isolated Map.
Ja, die ist jetzt für uns jetzt nicht interessant. Polo Industrial, the map requires more RAM memory to be loaded. Dann haben wir hier noch eine Großstadt, so wie es hier ausschaut. Our first prototype. Deswegen werden wir uns wahrscheinlich hier die Karte Fiktivdorf angucken. Klingt deutsch. Select Route. Jetzt können wir hier noch die Route auswählen. Und hier sehen wir schon rund 8 bis 15 Minuten. Die Linie 100, 200, also Tour 3, Tour 2 sind auch nur diese beiden Touren, die es hier aktuell gibt, mit jeweils 15 Minuten. Und sonst können wir uns jetzt hier reinladen ins Spiel. Ladet kurz, dauert ein bisschen. Aber das, was ich jetzt hier gesehen habe, das ist wirklich, kommt schon an Qualitäten ran. Ja, guckt euch das an. So, on PC, hold Alt to access the menu. On mobile, use the Tools or Gear Button at the top to control some settings. Ah ja. So, ne, und hier können wir uns das Ganze dementsprechend mal angucken. Das sieht halt aus wie ein Solaris, ja. Also das ist nicht mal fiktiv hier. Ne? Proton Bus Simulator PBS, ja? Schon mit PTS, PBS. Bisschen vertauscht hier tatsächlich. Aber ihr seht das Ganze, ne? Das sieht doch schon eher aus wie Omsi. Deswegen, also, wir sind nicht mehr allzu weit davon entfernt mit dem Ganzen. So, lassen wir sie mal einsteigen. E aí, motorista, beleza? Kann das Ganze auch ein bisschen abschwächen, damit es halt nicht zu extrem ist. So. Gut. Achso, vielleicht noch ein Gang, wäre vielleicht mal ganz sinnvoll. Hier sehen wir auch, ne, der Bus, der ist schon deutlich, deutlich besser ausmodelliert als die anderen und realistischer halt ausmodelliert. Zum Beispiel oben haben wir den Fahrplan. Was ich mir hier so ein bisschen gewünscht hätte, ist, wenn wir das Menü hier so komplett ausblenden, dass wir trotzdem noch sehen, ja, wenn das Ganze jetzt so ist, trotzdem noch sehen, wo wir hinfahren müssen. Ja, das ist zum Beispiel, das siehst du jetzt ja nicht. Aber sonst, ne, funktioniert's. Kommt dem Omsi-Feeling schon ein bisschen näher. So, dann wollen wir mal die Türen E aí, aufmachen. motor, beleza? Um ótimo dia pro senhor. Alle drin? Fährt sich ein bisschen anstrengender. Jetzt wie auf dem Tablet. So. Türen auf. Ja, das geht halt so super schnell. Ne? Wir können super schnell um die Ecke gucken. Ich weiß auch nicht, warum das so langsam läuft, so eine Zeitlupe. Wenn ich so tippe, dann geht es halt schneller. Ne? Aber ich habe jetzt hier so eingestellt, dass man sich hier umgucken kann. Aber ne, hier seht ihr, ne? Also die ganzen Knöpfe hier, wie das halt alles ausschaut, ja, das sieht schon wirklich gut aus. Also da kommen wir dem Omsi-Feeling auf jeden Fall schon deutlich, deutlich näher. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal im Bus drin sitzen, ne, als Fahrgast, das sieht doch schon auf jeden Fall ansprechender aus als die
anderen beiden Simulatoren. Also nicht, dass jetzt, wie gesagt, ich hab schon mal gesagt, die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Aber ich glaube, der hier, der hat wirklich das Zeug dazu, ja, ganz weit umzustehen, weil hier könnte ich mich wirklich wahrscheinlich ransetzen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie oft wird es geupdatet, ne? Passiert da was oder ist das wieder so ein Ding, was wieder Ewigkeiten... So, aquele churrasco. E aí, amigão, beleza? Jetzt wieder Ewigkeiten jetzt warten muss, bis hier wieder irgendwas passiert. Das sind natürlich wieder so Sachen. Die ich hier so nicht beantworten kann, ne? Werde mich aber auf jeden Fall mal auf der Seite schlau machen. So, auch schon das Scheppern schön drinne und alles sowas hier. Also man muss natürlich Abstriche machen, klar, es ist halt weiterhin nur eine Handykonsole. Ne, aber so von der Spielrichtung kommen wir hier eher am nächsten ran. Schade halt, dass hier so amerikanische Autos so unterwegs sind. Jetzt bin ich über Rot gefahren, wa? Naja, ist halt so. Nos einem zu, ja. Espera aí, motor. E aí, motorista, beleza? Was ist das? So. Alle drin, ja. Tja, somit haben wir, wie gesagt, auch den Proton-Bus-Simulator. Wir haben jetzt hier oben halt noch die Möglichkeit, wenn wir jetzt mal das Hut nochmal hier einblenden. Hier können wir die Uhrzeit einstellen bei der Uhr. Also ob ihr denn nun doch abends oder im Dunkeln fahren wollt. Wir haben eine Statistik, die wir hier aufrufen können. Speichern. Wir haben hier natürlich nochmal die Optionen drin. Auch nochmal ein bisschen was einstellen, wie ihr halt fahren wollt. Hier Maus und Keyboard, ne, und so weiter und so fort. Hier können wir auch nochmal so ein bisschen was am umstellen zur Soundtechnik und alles was. Ne. Force Dashboard, Virtual Mirrors, Tempo, Clean Collisions und so weiter und so fort. Wir können den Bus nochmal umsetzen lassen hier. Und sonst können wir hier nochmal einzelne Bus-Features nochmal aufrufen. Also ihr seht, man kann hier ja den Bus manuell starten, Heizung anmachen, 360 Grad und so weiter und so fort, der Scheibenwischer. Also das wirkt auf jeden Fall alles schon deutlich, deutlich mehr nach einer, also fühlt sich mehr nach einer Simulation an. Also ich würde jetzt auch gerne die Ampel jetzt bekommen. Das ist auch für heute so das letzte Video jetzt von unserer kleinen Android-Bus-Simulation-Reihe. Mal gucken, ob wir hier mal das auch mal mit Zug machen. Warten wir bis den nächsten Feiertag ab. Aber es war mir mal wichtig gewesen, dass wir uns auch mal so ein bisschen in anderen Welten mal umschauen, wie es da so vonstatten geht. Und ganz klar, der Proton-Bus-Simulator, der hat ab sofort gewonnen, also absolut gewonnen.
Weil er sich halt wirklich wie eine richtige Simulation anfühlt. Padece, Motorista. Die haben sich beschwert, kann das sein? Deswegen sagen sie da was. Ich verstehe es halt nur nicht. Oh, valeu, Motor. Könnten wir jetzt hier wieder in unsere Statistik gucken? Ja, ja, Passenger Satisfaction 97, also ist gerade gesunken. Pitnot Stop 3. Also angeblich haben wir an 3 Stationen nicht gehalten. Achso, kann vielleicht daran liegen, weil wir noch nicht da waren. Kann natürlich sein, ne? Ja, die Distanz hier, die kann er natürlich auch so anheben. Das wirkt so ein bisschen wie bei Sim, ne? Calma, motorista, vai mais devagar, pelo amor de Deus. Ah, die Klappe da hinten. Ist eilig. Zeit ist Geld und Geld haben wir nicht hier, Fräulein. Ja, wie gesagt, jetzt könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare posten, welche euch von den 3 Simulatoren jetzt hier so am besten gefallen hat. Ob für euch was auch eine Alternative wäre zum PC, falls mal euer PC kaputt gehen sollte oder ja, einfach weil ihr auch mal unterwegs seid, zum Bus fahren möchtet, ja, weil ihr von oben sie nicht genug bekommen könnt oder so, ne, dann nutzt doch da gerne mal die Kommentarfunktion, würde mich mal brennend interessieren. Ja, viele ticken halt anders, ne? Aber ich glaube, der Proton hier, der dürfte es eigentlich geschafft haben. Aber wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden. Also mich erinnert er halt sehr stark an Omsi halt schon. Ich kann einfach absolut nicht mit Gamepad fahren. Ne? Also das ist... Das Aldi wirkt ein bisschen riesig. Ich muss auch sagen, außerdem haben die Palmen nicht so wirklich da gerade hingepasst. Jetzt muss er sich auch noch beschweren hier. Ja, hallo. Hallo. Noch manuell öffnen, ne? 1, 2, 3, ich mach mal alle auf. Die Taste gerade belegt habe, dass ich einfach alle Türen öffne. Ja, sehr gut, sehr gut. Also der Proton-Bus-Simulator. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ich habe gerade mal geguckt auch, weil ich ja jetzt in der Folge davor ja angesprochen hatte mit dem Trains-Simulator. Tatsächlich finde ich ihn nicht mehr. Entweder, ja, haben sie ihn rausgenommen oder irgendwas ist da. Ist ein bisschen ärgerlich. Aber einfach wie gut das halt ausschaut, ja, so für... Für ein Handy auf jeden Fall, ne? Also.
Aber wie gesagt, ich bin da mal gespannt auf eure Kommentare. Ah, guck mal, hier kann man. Obrigado, motorista. Toll. Komm. Wie lange die Fahrt jetzt so dauert? Der Spiegel oben, der läuft halt mit und alles sowas, ne? Brauchst du mittlerweile schon wahrscheinlich ein gutes Handy, ja, mit ordentlich CPU und GPU, damit du auch Omnisi zum Beispiel unterwegs spielen kannst, ja? Olá, tudo bem? Wahnsinn. Wahnsinn! Mit Gamepad, ei. Also das ist auf jeden Fall ein Projekt, was ich definitiv im Auge behalten werde. Willst du nun per Handy oder per Computer, obwohl mich das wahrscheinlich für Handy eher mehr interessiert, weil ich gerne sehen will, wie weit irgendwann mal das Ganze funktioniert. Oh, Alter. Wie das funktioniert so mit der Handytechnik heutzutage, ja, und ob man wirklich hier sowas jetzt auch unterwegs spielen kann. Sehe hier wieder die Palmen, ja? Warum die Palmen? Warum Palmen? Did it. Ach Mensch. Aber fantastisch, ja. So weit ausgerollt hier. Ja, da fühlt man so ein bisschen so das nach rechts gucken.
ist auch echt lange unterwegs hier. Ne? Das ist echt keine. Klar, wie gesagt, es ist jetzt nicht so aus. Você comprou sua carteira na 25 de março? Jetzt so ausdetailliert jetzt wie bei OMSI und so, ne? Aber es kann jetzt vielleicht auch ein bisschen mit der Grafikeinstellung zu tun haben, weil habt ihr ja gesehen, dass man ja noch verschiedene Sachen da einschalten kann. Das müsste ich mal direkt mal auf dem Handy testen. Wenn die doch schon ein bisschen leistungsstärker ist. Ja. So schaut's aus, Leute. Werden. Boah. Nicht meine Kameraposition. Valeu, Motor. Echt nicht mit dem Gamepad spielen. Geht nicht. Also, weiß nicht, wie die anderen das machen, ja, die da teilweise das sogar auch mit Maus spielen, also mit Maus spielen, das ist ja noch komplizierter vor. Aber also mit dem Gamepad. So Leute, das war die Endhaltestelle. Die war gerade komplett vorbeigerauscht. Ja, Leute. Das ist es auf jeden Fall. Ihr seht halt, ne? Ist zu Ende. Die Karte zeigt nichts mehr an. Wir hätten wahrscheinlich weiter hinten halten müssen. Aber das ist der Proton-Bus-Simulator für Android. Weiß ich gar nicht. Also bei dem kann ich jetzt wirklich nicht sagen, ob es das Ganze für iOS gibt. Aber so im Großen und Ganzen fühlt sich der richtig, richtig gut an. Vom Fahrverhalten sowie von der ganzen Aufmachung mit der Stadt und sowas. Und wie halt die Fahrzeuge aussehen halt auch. Ne? Wirkt das Ganze alles hier schon deutlich realistischer als die anderen beiden anderen Simulatoren, die wir da hatten, die so, ja, so ein bisschen. Mit der Grafik halt, also mit der Farbpalette zu krass manchmal so rangehen, wirkt das hier wieder so leicht, gräulich, ja, kann man sagen, ja, dass die Welt halt wieder doch so ein Tick dreckiger ist, ja, so wie sie halt nun mal auch ist, ne. Die anderen Simulatoren übertreiben es halt immer, ist ein bisschen so dieses Phänomen wie beim Fernbus-Simulator. Ja, wenn ihr mal den Fernbus-Simulator gespielt habt von TMS Studios, dann werdet ihr sehen, dass das Gras richtig schön saftig grün ist, die Sonne richtig schön gelb, ja, die Häuser alle und so weiter. So sieht das draußen nun mal nicht aus. Das ist ein totaler Shit. Ja, das Ganze sieht halt einfach gräulich aus. Und ich finde, das fängt halt OMSI so unglaublich gut ein. Ja, das ist so meiner Meinung nach. Und Lotus kommt schon in die gleiche Richtung, dass es halt so aussieht halt, ne? Gott sei Dank halt, dass man sich weiterhin für diese Art Stil entschieden hat. Und das ist mir jetzt halt auch bei den anderen beiden Bus-Simulatoren jetzt aufgefallen, dass es halt ein bisschen zu krass viel Farbe drin ist. Hier das Ganze schon wieder hingegen, wenn ich das Bild jetzt so lassen würde, ja, könnte man es tatsächlich annehmen, dass wir hier teilweise so ein bisschen von OMSI reden hier. Also finde ich der Meinung, ja. Klar, ein bisschen
niedrige Aufgelöstheit, ne, das ist jetzt alles kein Full HD und hast nicht gesehen, ja, aber das kommt schon dem Ganzen schon deutlich, deutlich näher und das Ganze, wie gesagt, halt für unterwegs, für eure Handys und das ist ein absolutes Nonplusultra. Also 3,29 Euro, also 3,29 Euro echt geschenkt, ja, muss man dazu sagen. Ihr müsst es nicht bezahlen, dann habt ihr halt Werbung mit drin. Wie weit die Werbung da drin ist, kann ich jetzt natürlich nicht sagen, weil das erste, was ich erstmal gleich gemacht habe, die Werbung abgeschaltet. Oh, ja, müsst ihr da jetzt selber mal in euch gehen. Vielleicht habt ihr Bock drauf, dann lasst es mich doch mal wissen. Lasst mich sowieso mal wissen, welche von euch, oder wer jetzt einen von den drei Bus-Simulatoren, die wir heute jetzt hier auf dem Android getestet haben, welche fandet ihr denn jetzt so gut oder welche fandet ihr absolut schlecht? Ja, dann nutzt doch da die Kommentarfunktion, würde mich jetzt immer brennend interessieren. Ich werde hier auch extra eine Playlist einrichten mit Android-Spiele, sodass wir jetzt hier zukünftig da vielleicht auch mal so das ein oder andere Android-Spiel hier eventuell jetzt auch auf dem Kanal haben in Richtung ÖPNV-Simulation, um halt einfach unsere Palette weiter auszufahren, ja, dass wir jetzt nicht nur stur auf dem PC sind, sind wir ja nicht mehr, wir sind ja auch schon auf der PlayStation unterwegs, aber ich meine, es gibt einfach so unglaublich viel Shit im Google Play Store. Ja, ich glaube, ich würde da eine ganze Palette voll reinkriegen, aber wir suchen natürlich hier immer ein bisschen was aus, ne? Also so jeden Mist muss dann nun doch nicht hierher, aber ja, so in der Richtung, weiß ich nicht. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare posten. Wie gesagt, welcher hat euch jetzt von den dreien am besten gefallen und ja, habt ihr vielleicht jetzt doch Bock bekommen auf den einen oder anderen Simulator und zockt ihn eventuell sogar schon selber auf dem Handy? Lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr dazu Lust habt und sonst, ja, bedanke ich mich auf jeden Fall. Das war jetzt wirklich das letzte Video für heute hier an unserem Feiertag. Deswegen lasst euch jetzt noch schön feiern, ja, macht nicht so dolle und wir sehen uns dann hoffentlich, ja, morgen wieder zur gewohnten Zeit hier auf ÖPNV-Simulation wieder mit unseren gewohnten Projekten, so wie es halt sein muss. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal.